Hallo, liebe Sammler, ich habe hier ein Kampfmesser für euch. Das Kampfmesser wurde hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg benutzt. Auch sehr beliebt bei der Luftwaffe durch diesen Stiefelclip. Manche sagen, das ist komplett Luftwaffe, aber ich weiß, dass teilweise auch das Messer viel in der Wehrmacht benutzt wurde. Ihr seht, dieses Kampfmesser ist schon ziemlich stark in Benutzung gewesen. Wir haben in diesem Bereich auch, ja, wurde es scharf gemacht, ne? Und wie gesagt, hier ist auch das Messer mal geschärft worden. Was noch sehr interessant ist, ist bei diesem Messer, dass wir dort einen Buchstaben haben. Ich drehe das Messer mal um. Den Buchstaben etwas stärker reinbekommen. Das ist ein S. So muss man. Ja, ihr seht die Nieten. Ja, da haben wir auch schon mal einen Holzwurm drin, in diesem Holz. Also meine Vermutung ist, dass es Eiche ist, die Griffschalen, aber es kann auch was anderes sein, an Holzart. Ich finde ein absolut authentisches Stück. Scheide etwas rostig, aber durchaus noch mit Original Lack drauf. Ich stelle euch dieses Kampfmesser schon im Vorfeld mal vor, weil ich vorhabe im Nachgang das ganze Konvolut von diesem Luftwaffen Soldaten zu zeigen. Aber das kommt später. Erstmal dieses Kampfmesser in meinen Augen sammelwürdigen Zustand. Ich drehe es nochmal um. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht und hoffe, euch gefällt dieses Kampfmesser genauso gut wie mir. So, das soll es gewesen sein und tschüss, bis zum nächsten Mal.